Herzlich willkommen zurück im Dschungel von Isla Blanco. Hier sind Christopher Raven, hier der junge Mann hier vorne. Freizeit, Hobby und sonst wie Pirat stehen hier mit unserer wahnsinnig großen Mannschaft. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Leuten. Und suchen einen Mann, an dem wir glauben, dass er bei den Devil's Tines, den Mördern unserer Familie, beteiligt war. Er lebte auf dieser Insel, in der Hauptstadt, weiß ich, Santa Muerte. Diese Insel wurde aber von den Indios überfallen. Und wir sind jetzt dabei, ihn im tiefen Dschungel zu suchen und haben uns hier durch die Kannibalen sprichwörtlich gehackt und haben jetzt noch einen letzten Punkt hinter uns. Oben haben wir die Bogenschützen. Ja, oben haben wir die Bogenschützen. Wie komme ich denn da hoch, Leute? So, sag mir mal lieber, wie ich hier hochkomme. Hinten können das ja meine Leute machen, das ist ja in Ordnung. Aber wie komme ich hier hoch? Was hast du denn da? Du stichst mich mit dem Gewehr. Ich glaub doch einfach, es hackt. So. Da hinten ist noch einer, der hier mit dem Blasrohr rumeiert. Aber ohne mich, Freund. Ja, ich werde... Ach, da oben sind die Bogenschützen. Da oben sind die Bogenschützen. Da oben sind die Bogenschützen. So. Freunde der Nacht. Oh, die müssen ja noch alle einsammeln. Das ist doch das viel das Schlimmere. Das heißt, ich werde sie jetzt einsammeln. Dann sehe ich nämlich meine Besatzung, die da kommt. Und wird die alle plündern. Ist doch nicht wahr, der steht da oben. Während ich hier fröhlich plündere, schießt er mir echt die Pfeile in den Rücken. So, Freund. Du nicht mehr? Ja. Zitronengras. So, kommst. Was bist du denn? Das ist so dunkel, das ist... Das ist ja einer von meinen Leuten. Ah! Wo stehen die denn da oben? Kacke. Ich kann nicht plündern, oder? Nee, ich habe ja auch mein Dings an, hier. Ah, was für Arbeit. Ja, ich weiß, ich werde getroffen. Aber wenn ich das Zeug liegen lasse, dann haben es meine Leute eingesäckelt und habe ich nichts davon. Und wie ihr ja wisst, ich brauche für meine neuen Schiffe wirklich jeden einzelnen Reales, um mich da endlich aufzurüsten. Sollst ihn plündern und nicht hüpfen. Was machst du denn?
So, da hinten sind unsere Leute. Die haben wir, glaube ich, schon hier alle zerlegt. So, wie geht's denn hier weiter? Steht einer vor uns? Das ist doch nicht wahr, oder? Das ist doch nicht wahr. Stärkungstrank, Mittel. Ja, das ist zwar hier oben alles ein wahnsinnig, aber wie zur Hölle kommen wir denn da hoch? Ach du liebe Güte, was ist denn hier? Bin ich hier in den gesamten... Weg da! Ich brauche die Erfahrungspunkte. So. Lasst mich mal... Lasst mich mal hier... Was soll ich denn mit den ganzen Kokosnüssen zum Kuckuck? So. Da ist nichts mehr. Ja, guckt dir das an! Der plündert vor meiner Nase! Der plündert vor meiner Nase. Ist da hinten endlich mal eine Treppe? Nee. Ist auch keine Treppe. Das gibt's da nicht. Oh, was haben wir denn hier? Zu Hilfe! Hilfe! Zu Hilfe! Ruhe jetzt, ihr elenden Mönche! Verdammte Kannibalen! Was würde ich nicht alles für ein bisschen Ruhe geben? Scheiße. Das ist er! Der nächste auf unserer Liste derjenigen. Zu spät. Bloodfist, Brady. Bloodfist. Stimmt, genau. Welch ein Anblick für meine müden Augen. Schneid den Strick durch, dann kann ich mich besser vorstellen. Tja. Hey, was soll das? Nicht gerade die feine englische Ende. Jetzt. Noch eine. Das geht für euch auch. Wenn du hier lebend raus willst, dann sag mir die Wahrheit. Wenn du lügst, überlasse ich dich den Kannibalen. Frag euch, ich gehe nirgendwo hin. Wo ist Neville? Scheiß auch! Captain! Ich weiß, ihr seid beschäftigt, aber wir landen noch alle im Kochtopf, wenn wir die nicht ruhig stellen. Was sollen wir tun? Haut ihr über die Birne! Macht sie los. Das wird sie zum Schweigen bringen. Weißt du, dass diese Wilden ihre Opfer bei lebendigem Leib verspeisen? Ist viel unterhaltsamer so, wenn du verstehst. Also, Brady, redest du? Hast du eine Chance? Verarschst du mich? Freuen sich die Kannibalen. Also versuchen wir es nochmal. Sag mir, wo Neville ist. Wo versteckt er sich? Mann, ich weiß nicht mehr. Das ist eine Ewigkeit her. Aber sicher nicht für mich. Ich will verdammt sein. Du wirst ihn umlegen, nicht wahr? Du... Wo ist er? Schon gut, ich hab ihn lange nicht gesehen, aber früher war er... Nein! Nein, Brady! Brady, verdammt! Das darf nicht sein. Verteidige dich, was meinst du, was ich die ganze Zeit hier mache? Die Kannibalen kommen. Das kann nicht sein, dass ihr hier wirklich den Typen umgelegt habt. Ach, nein, mein einziger Kontakt. So, die Kannibalen kommen. Naja, ist egal, ob sie jetzt kommen. Wir müssen erstmal wieder plündern. Und können sich unsere Leute momentan mal im Moment beschäftigen mit... Los. Okay. Jetzt müssen wir es mit dem Plünder mal kurz unterbrechen. Sag mal, wo habe ich eigentlich meine Mannschaft? Tun die auch was? So. Plündern. Plündern. Wieso habe ich jetzt eigentlich... Eigentlich wieder volle Gesundheit automatisch bekommen. Das
Das ist mir ein absolutes Rätsel. So. Kann ich jetzt nochmal im Moment plündern hier? Machen wir kurze Pause, Jungs. Kurze Pause im Gefecht. Essen, trinken, plündern. Scheibenseister. Was? Halt mit Donovan Schritt? Wo ist denn Donovan? Wo ist denn Donovan jetzt hin? Hä? Der ist da mitten im Gewühl. Ist doch Donovan mittendrin. Los. Wo ist denn mein Säbel? Wieso habe ich denn meinen Säbel nicht angelegt? Ach, schön. Ich liebe diese Bugs. Ich stehe hier mitten im Gewühle. Und sollte mal... Ja, was ist denn jetzt? Hier, komm mal, mach mal einen Schritt schneller. Bist du denn lebensmüde? Ja, er geht in, ganz in Ruhe, während die Pfeile uns... Ja, das war zu befürchten. Und ich kann nicht mehr plündern, das ist viel schlimmer. Und wieder ein kleiner Schritt weg von meiner Fregatte oder meiner Galeone. Ihr braucht Ruhe. Der Pfeil, der euch traf, war vergiftet. Der hat mich kaum gestreift. Ich werde dein Gesicht. Was? Was ist mit meinem Gesicht? Vergiss es. Für einen Moment war alles verzerrt. Ach das ja. Ist nur das Gift im Blut. Es breitet sich aus. Woher weißt du das? Ich habe im Kloster vielen armen Seelen geholfen. Ich kenne die Wirkung dieses Giftes. Es ist ein besonders. Warst du auch Bradys Schwester? Ich habe allen Notleidenden geholfen. Ihr müsst still liegen. Das Gift verteilt sich sonst schneller im Körper. Wenigstens handelt es sich bei dem Gift um eine Substanz, die von einem Fisch gewonnen wird. Na, was ist der Vorteil jetzt daran für mich? Wenn das Gift der braunen Webspinne handeln, wäre der auf der Stelle tot gewesen. Dann also. Mal aufgepasst, Schwester. Wenn der Captain Fischfutter wird, bist du der Nachtisch. Verdammte Kannibalen. Und was mache ich jetzt mit dir? Machen? Mit mir? Ich kann helfen. Ihr braucht dringend ein Gegenmittel. Und ich weiß, wo ihr es bekommt. Bei uns im Kloster wurde bei diesem Gift ein Mönch zum Stamm der Karak geschickt. Ich weiß, wo das ist. Erzähl weiter. Der Schamane dort kennt ein Mittel. Die Karak sind nicht wie die anderen Wilden. Aha. Sie sind beinahe zivilisiert. Auf ihre Weise. Und sie wissen unheimlich viel über Heilkräuter und Medizin. Oh, und bei den anderen hat das Zeug gewirkt. Sicher, dass die überlebt haben. Ich hätte nichts davon, euch zu belügen. Glaubt mir. Es ist mir lieber, ihr bleibt am Leben. Ja, das ist es mir natürlich auch. Wir nehmen Kurs auf Sangre de Drago. Hier ist alle Segel, verdammt. Ich hab's eilig. Ei, ei, Captain. Tja, da liegen wir nun angeschlagen. Bitte zwei kleinen Giftpfeilen im Rücken. Was alles nur an diesem bekifften Donovan lag, der ja mal zwei Schritte schneller hätte laufen können. Aber erst müssen wir da aus der Meute raushocken, konnten noch nicht mal plündern und dann kriegen wir auch noch die Pfeile im Rücken. Es ist doch einfach nicht zu glauben. Stehen wir jetzt? Wähle deine Angriffsabfolgen mit Bedacht. Ich hau immer nur drauf. Seit wann muss ich denn da noch was wählen? So. Du bleibst bei mir. Meine Männer folgen uns. Nein, das ist keine gute Idee.
Die Karrer kennen zwar meinen Orden, aber eure bewaffnete Mannschaft sieht nicht gerade friedlich aus. Was? Wieso sieht die nicht friedlich aus? Friedliche Piraten? Donovan, kennst du das nicht? Ihr kommt mit. Die anderen bewachen das Schiff. Und du, wenn du diesen Medizinmann nicht dazu bringst, mir zu helfen, lasse ich dich hier. Irgendeine krumme Tour und ich bring dich persönlich um. Ihr seid wirklich ein unangenehmer Mensch. Warum erwartet ihr immer nur das Schlechteste? Tja, Erfahrungswerte aus meinem Leben. Guck dir meinem Arm an. Was denn jetzt? So habe ich denn hier mein Schwert. Wieso sieht das hier alles so komisch aus? Warum kann ich nicht mit euch reden? Na gut, es hilft ja nichts. Wir müssen ja anscheinend irgendwie weiter. Was sagt die Map? Donovan, wo müssen wir hin? Da oben? Der Schamarne Akku. Ja, anscheinend müssen wir da hoch. Und anscheinend spielen wir gerade mit einer Oculus Rift. Dann sähe das nämlich so aus. Aber egal, hilft nichts. Was ist denn das? Haben sie ihn eingegraben? Ne, der sitzt da. Wer bist du? Der redet nicht mit mir. Dann lass es bleiben. Bisschen Wasser kann bei hohem Fieber ja nicht schaden. Oh, Jesus. Und wieder in den Dschungel. Wäre ich nicht schon genug gestraft, nämlich eine Nonne mitschleifen muss. So, wo bist du? Wo bist du? Ja, mit denen kann ich alles nichts machen. Mit dir auch nicht. Aber dann dürfte die Weißen keine Hilfe bei ihrem das Gott. Der Schamane sein. Es muss wirklich übel sein, wenn sie dieses Mal eine Frau. Sir, wir hätten eine. Schweig jetzt, sei still. Dieser Mann, er ist keiner von euch. Deine Seele ist verloren. Niemand kann sie eilen. Aber es ist das gleiche Gift. Das ist wahr. Aber ich bin nicht wegen meiner Seele hier. Um die kümmere ich mich selbst. Deine Hände sind leer. Deine Seele ist voll finsterer Mordgedanken, nicht wahr? Ich kann einem Mann wie dir nicht helfen. Ja, und du spielst zu Ende, oder was? Oder wie? Raven stirbt an Vergiftung. Jetzt kommt der Rabe. Und sagt ihm noch ein paar Takte. Du kämpfst verzweifelt, deiner Finsternis zu entkommen. Aber dein Ringen zieht dich nur noch tiefer hinunter, Rabenmann. Wie der Treibsand im Dschungel. Ich kann dir helfen. Euch beide. Ja, das sollst du ja auch. Darum geht's ja. Zuerst musst du dich würdig erweisen. Komm. Viele Bilder verfolgen dich in deinem Geist. Aber ich zeige dir eine andere Welt. Für manche ist es ein Traum, für andere ein Albtraum. Wenn du überlebst, werde ich dich heilen. Aber er kann kaum stehen. Wie soll er da? Ich werde tun, was nötig ist. Hab dein Auge auf diesen Mann gerichtet. Sollten wir die Männer holen und die Medizin aus ihnen rausprügeln? Ich habe euch nicht gefragt, Donovan. Ihr habt eure Befehle. Tja, nu? Der Teufel soll mich holen, bevor ich Gnaden walten lasse. Oder sie für mich beanspruche. Blackbeards letzte Worte. Was ist das jetzt? Ritual der tanzenden Krabben? Sie mich an. Rabenmann. Öffne deinen Geist und sieh. Was
sorgt dafür, ja, das weiß ich. Der Ruf nicht bei allen Fraktionen sinkt, ja, diese Fraktion. Ein unwirklicher Ort. Gut, bevor wir uns jetzt hier aber. Wer kommt denn da? Durchhauen, würde ich mal sagen. Wer bist du? Chris, gut, dass du endlich hier bist. Unser Bruder. Komm mit mir, Bruder, das musst du sehen. Item erhalten, Mörder. Kann ich hier speichern? Ja. Dann würde ich genau sagen, an dieser Stelle speichern wir jetzt auch. Und sehen uns dann das nächste Mal an. Wir sind anscheinend in irgendeinem Trance, irgendwas Zustand. Keine Ahnung, wo wir sind, was wir sind. Blutrot, alles. Was könnte das sein, dass das irgendwie das darstellen soll? Das Haus der Familie Callahan, unser altes Familienhaus, was hier abgefackelt worden ist. Von Neville und seinen Devil Tynes. Denn wir haben gerade unseren Bruder in irgendeiner Form gesehen, was ja auch nicht mehr sein kann. Der ist ja nur leicht tot. Erschossen von Neville, glaube ich, selber. Aber das klären wir dann erst in der nächsten Folge. Das kann hier länger gehen. Ich weiß nicht haargenau, was ich hier machen muss. Dann wünsche ich euch noch eine wunderschöne Woche. Macht's gut. Bye, bye. Und ciao. Tja, am Anfang lief es gut, aber dann wurde es ja immer mehr. Weiß der Kuckuck, wo diese ganzen Wilden und Eingeborenen herkamen. Die haben sich ja plötzlich vermehrt wie die Schmeißfliegen. Dann mussten wir noch den dämlichen Donovan aus der Gruppe da raushauen. Und anstatt der Kerl mal wirklich losflitzt, geht er langsam wie auf einer Promenade aus dem Dschungel. Und schon hat es Raven erwischt. Wir haben zwei vergiftete Pfeile in den Rücken bekommen und sind jetzt anscheinend in so einer Art Delirium. Und dieser Schamane, der uns da heilen will, hat uns jetzt in irgendeinen, ja, was weiß ich, Zustand gebracht, wo wir in irgendeiner anderen Welt, Gedankenwelt oder wo auch immer uns plötzlich befinden und haben unseren Bruder getroffen und bewegen uns anscheinend auf den Ruinen unseres damaligen Hauses. Wie das nun hier weitergeht und wie wir jetzt hier durchkommen, das erfahren wir aber erst in der kommenden Folge hier auf dem Kanal. Bis dahin, macht's gut, bye bye und ciao!